Ich komme, ich komme, ich komme. Ausgezeichnet. Sind wir im Hangar angekommen. Und eine Menge Gegner erwarten uns. Noch mehr, ach du Scheiße. Sammle ich mal gleich ein, was sie hier droppen. Tja, ist natürlich unclever, dass sie so eine Fässer haben, die explodieren und dann genau da rauskommen. Oh, was Grünes, das ist bestimmt eine Auszeichnung. Gibt es überhaupt Black Talent Auszeichnung? Das weiß ich gar nicht genau. Stärke, Ausdauer. Ne, die brauchen wir nicht. Da passen wir mal. Die brauchen nämlich der Traxxon. Stärke und Ausdauer. Machtblitze hier schießen. So. Ach ja, hier. Der Global Fighter hat ja hier. Plündern hieß es. Die Crew-Fähigkeit. Deswegen hat er gerade den Roboter da geplündert. Achso, wir haben ja auch eine Crew-Fähigkeit, blöd, Mann. Da könnte ich doch eigentlich mal gucken hier. Was kann er denn machen? Archäologie könnte. Wir machen erstmal Archäologie. Schicken wir ihn einfach mal los. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was wir brauchen, um für Kunstfertigung da diese Kristalle zu machen. Oder Lichtschwerter macht man damit. So. Das werde ich in der nächsten Folge, werde ich mich dann damit befassen. Ja, unser Doppellichtschwert, das finde ich schon ziemlich geil. So, jetzt haben wir hier ran. Na, einer fehlt noch. Hier Protokolleinheit NR02. Ich hoffe, Sie können diese Nachricht verstehen und dass Sie einen störungsfreien Flug hatten. Bitte halten Sie sich für Sicherheitskoordinator Fähnrich Brukara bereit. Die Marines sind auf dem Weg. Sie folgen euch rein und sichern dann jede Kreuzung, die ihr sichert. Lasst euch nur nicht zu viel Zeit. Wir sind kein Militärschiff. Mehr als das können wir euch nicht bieten. Danke für die Warnung. Ich habe die Kommunikation der Brenthal Star gescannt und das Sicherheitspersonal scheint die Rettungskapseln schützen zu wollen. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass die Crew den General evakuieren möchte. Sie müssen ihn ergreifen oder ausschalten, bevor er entkommen kann. Wir werden den General haben, noch bevor die Crew davon Wind bekommt. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Ich melde mich wieder, wenn sich die Situation ändert. Greifen Sie alle Verteidigungspunkte zwischen Ihnen und dem Ziel an. Okay, angreifen. Yeah.
bevor wir hier raus. Als ob sie eine Chance hätten. Das ist doch lachhaft. Wir sind die Black Knights. Die Gilde, wo ich jetzt gerade drin bin. Black Knights. Ist ja mittlerweile auch eine andere Abkündigung frei. Sein Charakter ist Kasomra. Ne, Kasmora. Ne, Kasomra, glaube ich, hieß das. Alle Sicherheitskräfte bereit machen zum Feuern! Credits. Sie redet mit einem Kommandanten der Sondereinheiten. Erweist mir etwas Respekt. Das Gute ist ja, wenn einer das einsammelt, dann wird das fair aufgeteilt. Einfach durch vier geteilt. Die anderen kämpfen da noch. Dann mache ich mal lieber damit. Nicht, dass wir uns hier so viele Gegner aufweisen. Ihr schreckt also vor nichts zurück. Ein Teil von mir hat sich gewünscht, dass ihr an Bord dieses Schiffes kommen würdet. Wie sieht er denn aus? Ach, das ist hier so ein komischer Typ. Der war ja auch in Star Wars, hat er auch. In dem Fall war das. In einer der älteren Episoden hat er auch ein so ein Vieh ins Raumschiff geflogen. War ein Kommandant, sehen ja aus wie so eine Fische. Bleib doch mal stehen. Angriff für die Republik! Lass uns nochmal schnell aufladen hier, damit wir unsere Blitze hier nutzen können. So, schnell mal hier. Das geht noch nicht. Jetzt aber. Und nochmal Blitz hinterher. So, den hätten wir fertig gemacht. Ausdauer und Willenskraft. Da mache ich doch mal Bedarf, weil ich brauche das. Ich bin zum Glück der einzige Inquisitor hier. Er ist Scharfschütze. Global Fighter hat auch die gleiche Rasse wie ich. Auch ein Katataki. Ja, dass ihr die anderen jetzt nicht hören könnt, ist natürlich mein Fehler. Weil Benny der Gesprächsleiter war in Skype und... Eigentlich hätte ich jetzt mal kurz rausgehen müssen und die anderen zurückrufen. So, rein in den Fahrstuhl. Antriebsdeck. Na, halte ich mich noch ein bisschen. Waffen. Black Talon ist eine ganz schön umfangreiche Mission. Dann deaktiviere ich das mal. So. Immer schön abwechselnd die Machtblitz und Schock machen. Schneller. Erster. Noch so ein Roboter hier. Meine Güte.
So, was ist nun? Ach du Scheiße, da kommen ganz rote. Ja, der ist schon ein bisschen stärker. Dabei. Ja, und weg ist er. Was ist das? Zielgenauigkeit, Ausdauer. Leider nicht für uns. Sich hier alles nehmen und dann hier machen wir mal passen. Weil die Auszeichnung wollen wir schon haben. So, weiter geht's. Wie viele Countdown-Boxen sind jetzt überhaupt? Ach, nur eine. Habe ich nicht mehrere gesehen? Doch, da sind zwei. Und einer hat so einen kleinen Roboter, der in dem hier fährt. Wie so ein Mini-Mech CE. So, den hätten wir erledigt. Hier oben haben wir noch was. Achso, unser Gefährt ist zurückgekommen. Kann ich ihn gleich nochmal schicken? Oh, wir müssen einen Schatz suchen. Versorgkiste, mal gucken, was er da kriegt. Netzeln uns hier einfach durch. Die Gegner haben keine Chance. Hä? Wie kommt er denn da durch? Was war das denn für ein Fehler? Die Rettungskapseln sind nicht weit. Ihr könnt es alleine schaffen, General. Und was wird aus euch? Ich stelle mich meinem Schicksal. Geht jetzt, mein Freund. Genau, bleibt, geh stehen. Wo ihr seid. Ich bin Yadira Ban, Padawan des Jedi-Ordens. Meine Aufgabe ist es, den General zu beschützen. Und ich lasse euch nicht passieren. Das werden wir sehen. Wollen wir doch mal sehen, wie sich der Jedi-Spuk gegen einen Blaster schlägt. Das kann ich nicht tun. Ein Jedi überlässt niemals Unschuldige in den Händen des Bösen. Ich habe sogar vor, euch Meter für Meter zurückzudrängen, wenn es denn sein muss. Genauso wie die Republik das Sith-Imperium immer tiefer in die Galaxis drängt. Versuchen wir mal zu reden. Falls du es noch nicht bemerkt hast, das Imperium ist zurück. Und wir werden euch vernichten. Ihr könnt uns nicht vernichten. Ebenso wenig wie ein Schatten denjenigen vernichten kann, der ihn geworfen hat. Ihr könnt fortlaufen oder einfach hier bleiben, aber weiter lasse ich euch nicht. Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Wieso geht die nur auf mich? Lass mich in Ruhe.
Gut, Ushira hält mich gerade, das ist sehr schön. Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Mist, ja, das war so ein Angriff, da springt sie auf den Boden. Und macht so eine, Schallwellen auf dem Boden. Ich habe auch gesehen, die anderen sind schön weggegangen. Ihr aber werdet ich, nicht gewinnen, ja, hier ist man so das schwöre ich euch. Weg, 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 weg. Man sieht, alle versuchen jetzt wegzukommen von ihr. Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Immer das gleiche Schema hier. Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Schneller. Werdet nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Bams, jawohl. Ein Stärkeheft, das brauchen wir nicht. Ein Lichtschwert. Ausdauer, Willenskraft, Machtkraft. Guck mal, Lichtschwert, eine Lichtschwertlanze. Das ist ein Doppellichtschwert. Ich hoffe mal, das war jetzt richtig. Das ist... dass es kein einzelnes Lichtschwert ist, sondern... Guck mal, wo ist es? Lichtschwert Lanze des Hetzers, ne? Genau. Die ist auch viel besser gut. Und der andere meint auch gerade, ich soll sofort ausrüsten. Bin ich auch selber drauf gekommen. Habe ich ganz toll gemacht. So, da hinten ist ja der General. Hat nicht mal einen Namen, da ist einfach bloß der General. Der kleine, dicke General. Den schnappen wir uns. Der ist verletzt. Ein leichtes Opfer. Ihr könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen. Außerdem bezweifle ich, dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe, ohne meine Eingeweide zu verlieren. Ich nehme an, ihr seid der General. Großmoff Kilran schickt mich, um euch zu finden. Kilran war das? Natürlich. Nur er besitzt die Frechheit, einen Transporter zu schicken, um ein Kriegsschiff zu stoppen und dann noch erfolgreich zu sein. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben Sie euch das gesagt, als Sie euch hierher schickten? Wussten Sie das überhaupt? Glaubt ruhig, was ihr wollt. Das ändert nichts an eurem Schicksal. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr verstehen. Wenn ihr hören würdet, was beide Seiten beabsichtigen, würdet auch ihr keinen neuen Krieg wollen. Sie entwickeln Waffen für den jüngsten Tag. Schilde, die ganze Planeten umschließen. Raketen, die die Sonnen verdunkeln. Republik und Imperium wollen ganze Welten vernichten. Zivilisationen auslöschen. Es wird anders als alles, was die Galaxis seit dem großen Hyperraumkrieg gesehen hat. Und es gibt kein Zurück mehr. Der sogenannte Friede ist bereits verloren. Das wird ein gewaltiges Blutvergießen und ich werde ein Teil davon sein. Anfangs schon. Aber ihr werdet es nicht überleben. Niemand von uns wird das. Nun habt ihr mich. Mich, meinen Bauch voller Blut, mein Implantat voller Kybernetikgeheimnisse und gestohlener Pläne. Was habt ihr nun vor? Ihr seid mein Gefangener? Ich töte euch. Natürlich wollen wir die dunkle Seite bekommen.
Lebend bringt ihr mir nichts. So soll es sein. Wir sind ohnehin alle so gut wie tot. Ja, und dann wäre er auch schon tot. So, springen wir mal hier rüber, wie die anderen auch. Bisschen Parcours laufen. Mal auf die Karte gucken. Okay, ach da. Backbord-Hangar. Captain Orsic hier. Ihr seid also auf dem Rückweg. Ich denke, ich darf euch beglückwünschen. Unsere Marines wurden zur Black Talon zurückgerufen. Sobald ihr wieder an Bord seid, gehen wir auf Lichtgeschwindigkeit. Verstärkungen der Republik könnten jede Minute hier sein. In Ordnung. Verstanden. Wir sehen uns auf der Brücke. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Orsic Ende. Ja, danke. So, jetzt nochmal zurück zur Brücke. Wie lange ging die Mission denn eben? Ziemlich lange. Halbe Stunde, oder? Ja. Ach du Scheiße. Der ist gerade abgestürzt. Wir müssen hier raus. Schnell, schnell, schnell. Wir verschwinden hier und wir lassen unsere Soldaten da zurück. So, jetzt müssen wir zurück zur Brücke. Wieso müssen die Raumschiffe so groß sein? Kommandodeck. Ein Schaden. Wir brauchen einen Elektriker. Die Helden des Tages kehren zurück. Willkommen zurück. Allerdings, ich hatte meine Zweifel. Aber ihr habt die Mission geschafft. Es gab Komplikationen, aber alles ist geregelt. Das bezweifle ich nicht. Euer Urteilsvermögen ist einzigartig. Groß Moff Kilran erwartet sehnlichst Ihren Bericht. Soll ich ihn durchstellen? Tu das. Es gibt keinen Grund zu warten. Ich öffne den Kanal. Wie gut, dass ich meine Freunde an Bord der Black Talon erreichen kann. Der Druide hat mich über eure Arbeit unterrichtet, aber ich wollte es gern von euch selbst hören. Wie verlief der Angriff? Heute wurde viel Blut vergossen, Kilran. Hoffentlich war es das auch wert. Oh, das war es ganz sicher. Blut ist immer noch billig. Ihr könnt stolz sein. Dies ist nur eine von vielen Operationen, die wir in der ganzen Galaxis abwickeln. Ein neuer Anfang des Krieges. Der General war eine der wichtigsten Waffen, die die Republik besaß. Ein Überläufer. Ihr habt ihn aus den Händen des Feindes entrissen. Ich werde das nicht vergessen. Und ich sorge für eure Belohnung. Jeder soll wissen, wessen Verdienst es war. Ich werde den anderen Moffs von euren Heldentaten berichten. Aber meine Worte sind belanglos. Schon bald werdet ihr unsere Heimatwelt erreichen und mit eigenen Augen sehen, wofür ihr kämpft. Das sollte inspirierend sein. Genießt den Rest eurer Reise. Kilran Ende. Standhalter. Neuer Codex in Tag. Ach so, ist da bloß ein kleiner.
Nach Dromund Kaas fliegen. Zur Raumstation. Wo wollen die anderen jetzt überhaupt hin? Ich glaube zur Raumstation. So, und wo fliegt der jetzt hin? Sieht nach Raumstation aus. Dromund Kaas, ja, aber ich habe keinen Planeten gesehen. Na gut, dann sind wir halt auf Dromund Kaas. Und ich würde mal sagen, das ist ein gutes Ende eigentlich. Na, wobei, wir warten noch ein bisschen ab, bis wir auf dem Planeten sind. Und dann werde ich sagen, dann werde ich mich von euch verabschieden. Und den Rest werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wenn du feststecken solltest, gib feststecken ein. Das hatte ich auch schon einige Male versucht oder auch genutzt. So, Flashpoint. Bams, haben wir geschafft. Rudimentäre Missionskasten. Nehmen wir auch. So. Dann würde ich sagen, dann locken wir uns hier einfach mal aus. Und bis zum nächsten Mal. Auch mit den anderen dann wieder zusammen.